Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei Pokerlos. Wir haben es wieder geschafft. Ein neuer Meilenstein, 1250 Abos. Das heißt, nicht nur eine neue frische Frisur, sondern auch 10 neue Booster mit Celebrations. Und wir gehen direkt da rein. Ich bin sehr gespannt. Es fehlt ja immer noch das Tapulele. Wir haben auch schon länger keinen Glurak mehr gezogen. Und ich bin einfach mal gespannt, wie es aussieht. Heute mal ein Test. Ich habe mein Mikrofon mal ein bisschen umgestellt. Ich habe es quasi ein bisschen lauter gestellt. Dafür ist es quasi nicht von meiner Nase, nicht im Bild. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr es findet. Ich habe es schon mal in meinem Gaming-Kanal getestet. Der Booster geht überhaupt nicht auf. Was ist denn hier los? Der will nicht aufgehen. Leute, das ist ein Zeichen. Ein Booster, der nicht aufgehen will. Ja, ich habe schon mal getestet in meinem Gaming-Channel. Hört sich eigentlich ganz gut an. Ist ein bisschen anders, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr es findet. So, wir fangen an mit Cosmog. First Pack Magic. Und wir haben hinter dem Palkia. Was haben wir? Ein Summer Center. Wir hatten schon lange kein Summer Center mehr. Ich habe immer gesagt, ein Opening ohne Summer Center, ohne Sashian geht eigentlich fast gar nicht. Und wir gehen rein ins Booster Nummer 2. Wir haben immer noch die Booster von den Koffern, die ich ja zuhauf gekauft habe. Irgendwann geht es über in die Minitins. Da ist auch noch einiges da. Und im zweiten Booster haben wir ein Flying Pikachu. Auch kein Celebrations Opening ohne Pikachu. Ihr kriegt natürlich den Code, Leute. Und ja, was ihr vielleicht auch seht, die Videos, die werden jetzt mehr und mehr in 4K sein. Also jetzt gerade nehme ich in 4K auf. Ich musste mal ganz schön viel ändern in meinen Einstellungen, aber es passt. Beim Stream bleibt es bei 1080, also bei HD. Und hier mal einmal Professors Research in Non-Holo. Aber ja, ich hoffe, die Qualität, die überzeugt euch. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr erstmal ein Like da lasst und einen Kommentar. Und wenn euch das Video so überzeugt, dass ihr sagt, ihr wollt mehr davon sehen oder ihr wollt vielleicht sogar bei Boxbreaks mitmachen. Hierzu müsstet ihr allerdings auch ins Discord kommen, um nichts zu verpassen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dann lasst ein Abo da, for free. Und ihr müsst jetzt abonnieren. Weil wenn ihr jetzt abonniert, dann kriegen wir jetzt einen Hit. Also, wenn ihr jetzt neu seid, rein ins Abo, rein in die Abo-Falle, auch wenn es nichts kostet. Und dann werden wir jetzt einen Hit ziehen. So, wir gucken mal. Normalerweise sind die Celebration Openings hier immer recht erfolgsversprechend. Wir gucken mal. Ein Hit heute, einen schönen Hit. So, Groudon, sehr, sehr geile Karte. Reshiram gefällt mir auch gut. Dann gleich Zekrom. Und dahinter nochmal ein Pikachu. Pikachu in Full Art. Sehr schön. Es ist eine tolle Karte. Es ist eine tolle Karte. Natürlich ist sie relativ common in dem Set. Aber mir gefällt die einfach. Das Set macht immer Spaß. Man muss natürlich sagen, es macht keinen Sinn mehr, dieses Set zu öffnen. Mir fehlt noch eine Karte. Die Tapulele, die könnte ich mir auch kaufen. Ich weiß gar nicht, 5 Euro kostet die oder so. Aber A, will ich mein Master Set selber ziehen. Und B, ich werde die Booster aufmachen. Als Celebration, ja, eben als Abo-Special. Mir macht Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Hier mal einmal den Trainer im Poster Professor Oak. Die sieht auch cool aus. Dahinter nochmal eine Fuller Pikachu. Also es ist wieder Pikachu Day. Unser Highscore bis jetzt sind, glaube ich, 8 Pikachu-Karten aus 10 Boostern. Mal schauen. Wir haben noch 4 Booster. Sind also mit der Hälfte durch. Das nächste Special, Leute, wird es dann bei 1500 natürlich geben. Dann bei 1750 und bei 2000. So wird es erstmal weitergehen. Und wir fangen an mit einer Lugia. Ich habe jetzt auch gelernt, ich habe es immer falsch ausgesprochen. Ich habe immer Lugia gesagt, aber die Aussprache oder die Betonung liegt mehr auf dem U, also Lugia. Ein Kyogre und ein Mew. Haben wir heute auch noch nicht. Hier haben wir die Code-Karte. Wir gehen rein, Leute, in die letzten 3 Booster. Es wäre mal schön, wenn wir was für mal ziehen. Wir hatten jetzt schon länger kein Nachtara mehr, muss ich mal sagen. Goldmew hatten wir ja schon ein paar. Ja, und wie gesagt, Tapulele. Das Tapulele muss ja. Im letzten Opening hatten wir das Donphan bekommen. Oha, heute ist Tag des Professors Research. Okay. Es kann nicht immer so gut laufen. Wie gesagt, man sollte sein Glück wahrscheinlich auch nicht überstrapazieren. Aber ich mache es. Ich mache es. Eigentlich ist es schon zu krass, was ich hier rausgezogen habe. Oh, okay, hier können wir was drin haben. Hier habe ich was gesehen. Könnt aber auch. Das ist, glaube ich, die andere Professors Research Karte. Ich sehe es gerade kommen. Ja. Es war klar. Es war klar, dass die heute noch kommt, Leute. Nachdem wir jetzt dreimal die normale Karte gezogen haben. Aber hey, es ist, was es ist. Wir gehen rein ins letzte Booster. Vielen Dank nochmal an den krassen Support. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr mich noch ein bisschen mehr supporten wollt, könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Kostet 99 Cent im Monat. Dafür könnt ihr bei den Kommentaren oder bei den Livestreams über 21 oder 22 Emotes haben wir mittlerweile freigeschalten. Könnt ihr nutzen. Und ja, ihr habt noch einen grünen Namen, das hat ein bisschen hervorgehoben. Ihr kriegt noch ein schönes Badge an euren Namen. Und ja, ihr supportet mich halt noch
ein bisschen obendrauf. Und im letzten Pack haben wir ein Sashian. Es ist ein guter Abschluss. Hey, Summer Center und Sashian. Jede Menge Pikachu heute und 5000 Professor Researches und dann sogar noch den Imposter Professor. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, einen Kommentar da und natürlich ein Abo, wenn ihr neu seid. Bis dann und ciao, ciao.